So, willkommen auf einem neuen Video, Leute. Heute werden wir hier am Hauptbahnhof Dings essen. Hotpot. Ich hoffe, man hört mich. Hier am Hauptbahnhof, wie ihr sehen könnt, hier. Chinesische Dings ist das, chinesisches Essen. Ist nice, wo man sein Essen selber kocht. Hier ist es. Mal gucken, wie es schmecken wird. Hier ist es auf jeden Fall, genau hier. Also da oben. Da oben. Hier ist der Eingang. Hier oben ist es. Ab geht's. Hier ist der Eingang. So, wir müssen jetzt auch noch warten. Guck mal schon. Wir sind spontan gekommen, also müssen wir jetzt auch warten. Bis wir dran kommen gleich. Aber es duftet schon gut. Yes. Ja. Die Laden sieht schon mal gut aus. Und es riecht echt gut. Also ich habe richtig Bock drauf. Mal gucken, wie es schmecken wird. Boah, sieht noch krasser aus. Krass. So, wir haben Restaurant gewechselt. Jetzt sind wir hier. Die wählen teuer Essen aus. Preise sind eigentlich in Ordnung. Tofu. Dankeschön. Und hier unten am Tisch könnt ihr einstellen, wie sehr es kochen soll. Hier. Machen wir mal nicht so viel kochen. Tofu. So, kochen wir mal schön scharfer Soße. Leute. Egal, das Ding auch. So Leute, seht ihr das? Ist fokussiert da drauf. Fokus da drauf. So, Calamari fertig gekocht. Also die Nudeln mit diesem Suppending schmeckt schon gut. Das Einzige, was hier nervt, ist, dass man warten muss, bis es kocht. Aber so ist das halt mit Kochen. So, hier, das ist auch fertig. Oh, die Nudeln schmecken richtig gut. Also die haben richtig gut geschmeckt. Boah, schmeckt richtig gut. Also die Nudeln sind der Hammer. Und der Reis. Calamari. Boah, ist noch zu heiß.
Probleme auf. Hast du? Oh Leute, diese Soße hier, guck mal das. Die schmeckt überkrass. Was ist das denn? Das schmeckt richtig geil. Einmal in die scharfe Soße und danach hier für 3-4 Minuten, Leute. So Leute, guck mal, was geil ist, wird hier so Dings Reis. Bisschen Reis. Kommt so ein bisschen in die Suppe. Nicht so viel, das reicht schon. Und dann rein in den Mund. Ja, so lecker, ich find's genial. Die Suppe schmeckt so geil. Komm näher. Mach keinen Weitwinkel, normal, ne? Schön abkühlen lassen. Komm näher. Tadeo. Okay, das. So, diese Soße hier, Leute. Keine Ahnung, was das für eine Soße ist. Für mich. Keine Ahnung, was das für eine Soße ist, aber es schmeckt Bombe. Für mich, meine Sicht. So geil, ne? Die Nudeln kommen näher. Hammer, das mit dem Geschmack. Ja, Mais schmeckt auch Hammer, Leute. Holt euch auf jeden Fall Mais, wenn ihr herkommt. So Leute, ich verabschiede mich schon mal zum Ende des Videos. Wenn ich draußen bin, sage ich euch meine Bewertung gleich. Fünf. Komm näher in mein Gesicht. Guck mal, wie viele Preise die gewonnen haben hier, nicht schlecht. Hier, Choice 2020 von Trip. Zupasi Iso, so heißt der Name. Chongqing Hotpot. So, der Laden ist hier direkt hier. Beim Bein auf Hotpot. Hier ist der Laden. So Leute, also ich fand den Laden sieht gut aus. Macht schon Bock da zu chillen. Das Essen, man, liegt halt an dir, ob es dir schmeckt oder nicht, weil kommt auf dich an, was du da auswählst. Ich habe jetzt zum Beispiel Nudeln, selbstgemachte Nudeln, die waren brutal. Das Mais, das Reis und so war richtig lecker, aber dieser Tofu, Mofu, der ganz andere Schrott, war jetzt nichts für mich. Ja. Calamari und so weiter hat mir jetzt überhaupt nicht geschmeckt. War jetzt nichts für mich. Und das, ich hatte auch noch dieses Schafe, das war auch nochmal krass. Dass das so scharf war, fand ich krass. Ja, auf jeden Fall, ich kann es echt empfehlen. Man braucht aber viel Zeit. Man muss viel Zeit einplanen, viel Zeit mitnehmen. So also mit Freunden, weil das muss ja erstmal kochen, alles. Kochen, machen, garen, dies, das. Deswegen. Wir sind gerade am Hauptbahnhof und ich stinkt so richtig nach Pisse überall. Boah, richtig widerlich. Da mal hinkommen, ich kann das kotzen. Also richtig widerlich.
aber dafür gibt es hier halt überall Parkplätze direkt. Aber es ist halt direkt am Hauptbahnhof, hier sind überall Heroin, Heroin, Crack Junkies und solche was alles. Die widerlichen, stinkt die riecht nach Pisse. Hauptbahnhof halt, ne? Frankfurt am Main. Ja, aber das Restaurant ist gut. Kann ich empfehlen, hat gut geschmeckt, die Suppe und so weiter. Hot Pot. Ich kann es nicht nice. Weiterempfehlen. Hot Pot ist nice. Das machst du mir. Ich fand es überhaupt nicht lecker. Ich habe mich die ganze Zeit gekreckert. Ja, nichts für Kinder. Kinder bekleckern sich. Ist auf jeden Fall nichts für Kinder. Es war einfach eine reine Katastrophe, weil ich muss echt sagen, ich fand es überhaupt nicht sauber und ich habe mich so geekelt die ganze Zeit. Und dadurch war das dann... Es war sauber, siehst du? Nein. Klar. Und dadurch wurde es halt unleckerer. Nee. Die Nudeln waren lecker. Du bist ja, wie Frauen sind, nur am Hassen und so. Nee, ist auf jeden Fall nichts. Es war geil, kann ich empfehlen. Auf jeden Fall go. Kächen da gut aus. Auf jeden Fall go. Also ich würd wieder dahin gehen. Ich empfehle euch auch wieder dahin zu gehen. Aber das nächste Mal nur diese selbstgemachten Nudeln, Reis und noch so ein paar Sachen, Gemüsezeug. Fleisch und so weiter kann man halt nicht essen, ist halt nicht halal. Aber ist genau schon das nice. War das ja, weil man halt eben nicht so viel Auswahl hatte. Man muss viel Zeit mitnehmen. Fisch auswählen. Also. Und Gemüse und so weiter. Und das war's dann auch schon. Und dann halt diese Suppen, diese Kühlen, in denen du das kochst. Ja. So, das war's mit dem Video, Leute. Probiert's aus, Hotpot. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Wenn man schnell was essen will, dann ist es nichts. Aber wenn man Zeit mitbringt, dann ist es schon was. Haut rein.